Hallo und herzlich willkommen zum WoW Classic. Hier mit Aidariel. Und leider noch ohne Cam. Es hat leider noch nicht so sollen sein. Ich habe eben noch mal spontan versucht, schnell einzustellen. Es ist jetzt auch direkt nach dem ersten Part. Sind jetzt ein paar Minuten vergangen. Und ja, beim letzten Mal haben wir ein paar wehrlose Wölfe getötet. Sind Level 2 aufgestiegen und ja. Mehr ist eigentlich tatsächlich nicht passiert. Muss ich für die Fenster entsperren machen? Ah, das passiert. Ah, das passiert. Okay. Gut. So, dann wollen wir einmal mit Deputy Willem reden. Hallo. Hallo! Seit kurzem treibt sich eine neue Diebesbande in Nordhorn herum. Sie nennen sich die Bruderschaft der Defias und sind auf der anderen Seite des Flusses im Osten gesehen worden. Ich weiß nicht genau, was sie vorhaben, aber ich bin mir sicher, es ist nichts Gutes. Öffne mir die Kopftücher und die sie tragen, und ich werde euch mit einer Waffe belohnen. Mögen eure Reisen sicher sein. Ich bin am Überlegen, was die Bruderschaft der Defias ist. Weiß noch nicht, ob man das erfährt. Also man kriegt halt hier sämtliche Questnamen. Aber man erfährt halt nicht, wer die Bruderschaft der Defias ist, glaube ich. Wobei doch hier. Die Bruderschaft der Defias ist eine Organisation für Piraten, Assassinen und Dieben. Die Defias sind ein erbitterter Feind der Allianz. Leben in ländlichen Gebieten wie Westphal und im Wald von Elwyn. Beides Orte, wo die Armee Sturmwinds nur schwer etwas gegen sie tun kann. Ah ja. Ach du Grüne, okay, die haben eine ewig lange Geschichte. Lese ich mir danach durch. Sofern sie für mich selber kein Spoiler enthält. Aber nun gut. Schönen guten Tag. Ja, ebenfalls. Ihr wartet aber fleißig. Ich kann es kaum erwarten, dieses Wolfsfleisch aufs Feuer zu bringen. Hier habe ich ein paar Sachen, die euch vielleicht gefallen könnten. Ja, davon kann mir nur Sieh eine sich. Sache gefallen. Das ist diese hier. So, aber wir hatten dann, glaube ich, noch die Koboldjäger. Wir sollen Koboldgezücht töten. Also diese hier. Erfrischendes Quellwasser. So, nehmen wir das doch einmal. Dann haben wir hier 11 Sekunden noch Regeneration. Das sieht aber auch schön aus. Sieht wirklich, wirklich schön aus. So, die Viecher hier mit der gelben Schrift, die greifen nun nicht von selbst an. Die später eine rote Schrift haben, von denen müssen wir uns in Acht nehmen. Die greifen dann nämlich automatisch an, sobald man sich ihren Innen nähert.
Was ja weniger schön ist, aber nun gut. Sowas muss es ja leider auch geben. Es wird uns nämlich später schwieriger machen, an die Viecher ranzukommen. Da ist noch ein Viech. So, Getränke kann man sich hier auf jeden Fall merken, sind für die Mana-Regeneration und Essen für die HP-Generation. Regeneration. Zwei Kupfer, das ist nicht viel. 79 haben wir gerade mal. Ich blende das hier übrigens gerne ein, weil mir das deutlich nützlicher erscheint als alles andere. Da ist noch Gezücht. Wir brauchen nur noch zwei. Beziehungsweise jetzt nur noch einen. Schilde können wir leider nicht tragen. Wir sind leider nur Magier. Und Stufe 3. Jetzt haben wir 216 Mana. Wir haben übrigens nie genug Mana. Also schmiert es euch von der Backe, dass wir jemals genug Mana haben. Wir werden niemals genug haben. Das ist so etwas, das wird einfach nicht passieren. So, Abteil von Nordhallen. Okay. Was kann ich für euch tun? Gut gemacht, Bürger. Diese Kobolde sind Diebe und Feiglinge. Aber wenn sie in Massen auftreten, dann sind sie doch eine Gefahr für uns. Und die Menschen von Stormwind können nun wirklich keine weitere Gefahr gebrauchen. Habt meinen Dank dafür, dass ihr sie beseitigt. Ich wurde darum gebeten, euch hier darauf aufmerksam zu machen, sobald ihr von den Koboldlagern zurückgekehrt seid, Eldariel. Es scheint sich um einen versiegelten Brief mit den Insignien von Keldon, unseren örtlichen Magierlehrer, zu handeln. Ich würde nicht zögern, ihn zu lesen, bevor ihr irgendwelche anderen Geschäften hier in der Abtei nachgeht. Ziehe den Ehrenfreund. Wie mir meine Späher mitteilten, ist das Koboldproblem größer, als wir dachten, Eldariel. Eine Gruppe Kobold-Tagelöhne hat ihr Lager in der Nähe der Echokamine im Norden aufgeschlagen. Begebt euch zu der Mine und entfernt die Kobolde. Wir wissen, dass sich mindestens 10 von ihnen dort aufhalten. Tötet sie und seht nach, ob dort noch mehr von ihnen sind. Kommt dann zu mir zurück und erstattet Bericht. Das Licht segne euch. So, Magier. Wäre hier hinten. Und tada! Aber wir wollten vorher den Brief lesen, den wir bekommen haben. Es gab 4 Regeln für die Magie. Magie ist mächtig. Magie führt zur Verderbtheit. Magie macht süchtig. Die Magie derjenigen, die arkane Zauber wirken, sieht die Bewohner des wirbelnden Nethers an. Diese Regeln gelten immer. Diese Regeln bestimmen euer Schicksal, wenn ihr weiterhin auf dem Weg des Magiers voranschreitet. Seid ihr jedoch närrisch genug, diese Warnung zu ignorieren, sucht mich im Bibliotheksflügel der Abtei von Nordhain auf. Ich warte oben auf euch. Keldon Bremen, Magierlehrer. Hi. Seid gegrüßt. Glyphenbrief. Hallo Eldariel, ich bin Keldon. Kann ich etwas für dich tun? Jo, okay. Ich wusste, meine Notiz würde euch nicht von eurem Weg abbringen.
Ihr seid also bereit, hm? Bereit, eurem Schicksal anzunehmen, bereit, die Götter herauszufordern und alle anderen Kräfte, die zwischen euch und dem Erlangen von Wissen um Macht stehen? Ich werde euch nicht belügen, Aldariel. Ihr werdet eben so gefürchtet wie respektiert werden. Aber wisst doch dies, ich werde hier sein für euch, wenn ihr Unterweisung benötigt. Sucht mich einfach auf, während ihr mächtiger werdet. Für die Allianz braucht ihr Hilfe. Okay, Magienausbildung. Hier kann man tatsächlich bis Stufe 60 alles abholen. Wir wollen erstmal keine Intelligenz haben, weil alles andere geht noch nicht. Ziehe den Ehrenfreund. So, mit P rufen wir das Zaubererbuch aus. Wir haben hier halt zum Beispiel unsere normalen Fertigkeiten. Passiv wie aktiv. Dann Arkane. Feuer. Und Frost. So, ich benutze die beiden immer gerne in Kombination. Das ist eigentlich immer ganz wirkungsvoll. Hier muss ich raus. So, einmal zur Echokamine, die ist da hinten. Da. Jetzt bauen wir Tagelöhner. Eigentlich hier, diese hier. Von 10. Ich will einmal kurz gucken, ob das wirklich die gleichen sind, die da drin sind. Wahrscheinlich ja. Ne, das sind Kobolds-Hilfsarbeiter. Ah, okay. Dann gibt es dafür nämlich auch nochmal eine Quest. Das hier können wir leider nicht benutzen. Schade, schade. So, wie gesagt, jetzt geht hier halt auch wieder das Warten weiter. Das ist halt auch immer so das Schlimmste, dieses Warten. War immer noch schnell. Hier kriegen wir noch zumindest noch zwei hin. So. Und wir haben jetzt auf jeden Fall auch einen Apfel bekommen. Leider aber auch nicht zur MP-Generation. Okay. Ich versuche das jetzt immer so ein bisschen mit so kleinen Stops abzukürzen, damit ihr hier nicht immer die ganze Wartezeit mit drin habt. Und ich dann nicht das rausgekatte am Ende. Weil das erspart mir Arbeit und euch Zeit. Beziehungsweise könnt ihr dann eher interessantere Sachen sehen. Ich werde später auch einige Laufwege rausschneiden. So, zwei brauchen wir noch. Oh, ja, dieses ewige Gewarte. Aber jetzt können wir zumindest die Quest beenden.
ist doch auch schon mal etwas. Aber es soll ja nun mal auch schwieriger sein. Das heißt, ich beschwere mich da auch gar nicht drüber. Ich finde das eigentlich ganz cool. Es behindert halt so ein bisschen, dass du durchrushen kannst, ne? Finde ich. WoWs Classic wird halt echt langatmig. Ich weiß noch nicht, wie viele Parts es werden. Ich gehe von 200 aus. Einfach mal gucken. König, es gefällt mir gar nicht, dass sich so viele Kobolde in unserer Mine herumtreiben. Das bedeutet nichts Gutes. Hier, nehmt dies als Bezahlung und sprecht mich wieder an, sobald ihr dazu bereit seid. Denn ich möchte, dass ihr noch einmal in die Mine zurückkehrt. Eure Untersuchungen beweisen, dass die Echo-Kamine gesäubert werden muss. Geht in die Mine zurück und helft dabei, sie von den Kobolden zu befreien. Ihr dürft keine Zeit verlieren, Adaria. Je länger die Kobolde sich ungehindert in der Mine aufhalten können, umso festere Wurzeln fassen sie in Nordheim. Das Licht segne euch. Oh ja, das werden sie. Aber nun gut. Grüße. Seid vorsichtig. Das werden wir sein. Es ist auf jeden Fall sehr interessant hier, die Story, finde ich. Wobei, du musst halt, glaube ich, nach der Hauptstory wirklich suchen. Du musst halt, glaube ich, erst so wirklich die ganzen Gebiete machen und gegen Ende wird sich dann wahrscheinlich so ein bisschen die Story offenbaren. Also diese eigentliche Hauptstory. Ich habe jetzt ja noch keine wirkliche Hauptstory hier gefunden. Aber wenn man sich erstmal überlegt, ich meine, das hier ist allein schon unser Startgebiet, ja? Wie lange man hier schon rumrennen kann. Dann hat man hier mal komplett die östlichen Königreiche, wo wir natürlich auch versuchen, so gut wie es geht, hinterherzukommen und die einzelnen Gebiete auch zu machen. Weil ich möchte eigentlich tatsächlich so jedes Gebiet in diesem Projekt einmal bereisen. Wo man natürlich so hinkommt. Ich weiß nicht, ob wir uns dann noch einen zweiten Charakter machen, um Kalimdor zu untersuchen und nach Kalimdor zu reisen. Ich weiß nicht, ob man das mit einem Run schafft oder ob man sich hierfür tatsächlich noch ein nächstes machen sollte. Weil dann würde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich zwei Klassen nehme. Aber mal gucken. Es kann auch sein, dass ich sage, nö, wir machen das hier mit einem. Wir können auch sagen, wir spielen auf der einen Seite hier Kalimdor und auf der anderen Seite. Ne? Aber mal gucken. Noch ist es in Stein gemeißelt, was wir machen. Noch ist es nicht in Stein gemeißelt, was wir machen. So rum. So, jetzt müssen die Hilfsarbeiter leiden. Und wir natürlich auch. Denn für uns heißt es immer wieder warten. Oh, das wird ewig lange dauern. Wir haben jetzt aber zweites Ding dafür Mana bekommen. Okay. Oh, jetzt könnte jemand so angreifen. 146 haben wir. Dann machen wir das jetzt einmal kurz so. Und dann nehmen wir wieder einen Hilfsarbeiter. Und wir haben jetzt auch Stufe 4. Dann haben wir 273 Mana.
Wenn ihr glaubt, dass das reicht, drei Gegner anzugreifen, vergesst es. Es reicht immer nur für zwei. Was wir einmal machen können, wir sind doch jetzt Stufe 4. Wir können einmal kurz zurück. Und könnten uns neue Zauber kaufen. Wäre da auch schon mal eine Möglichkeit. Und 2100 EP brauchen wir. Oder eigentlich nur noch 2000. Knapp. Hier muss ich nicht rein, hier muss ich hin. Oh, die Musik ist aber echt schön. Das Licht sei mit euch. Rostblitz können wir auf jeden Fall machen. Oder Wasser herbeizaubern. Wasser herbeizaubern wäre in dem Sinne natürlich vorteilhafter. Okay. Ach nee, Quatsch. Eins kostet's nur. Okay, wir können beides machen. Das Licht segne euch. Dann habe ich mich da einmal verguckt. So, Rostblitz. Und Wasser herbeizaubern. Da können wir jetzt so lange, wie wir jetzt halt online sind und spielen, uns hier Wasser zaubern. Eigentlich mega praktisch. Desto höher wir aufsteigen, desto mehr kriegen wir auch. So, aber dadurch, dass wir das jetzt haben, können wir uns halt einmal mit Wasser selbst versorgen. Und wir haben den Frostblitz. Schleudert einen Frostblitz auf den Feind, der 18 bis 20 Frostschaden verursacht und 5 Sekunden lang das Bewegungstempo um 40% reduziert. Das heißt, wir haben dann mehr Zeit anzugreifen. Ist eigentlich überhaupt jemand hier in der Nähe gerade? Weit von Elvin, ja tatsächlich. Einer, der gerade gestartet hat, scheinbar. 7, 9, 12, 13. Ui, jede 32, heftig. So, Frostblitz schont das Mana natürlich etwas. Ist dafür aber auch schwächer. Wenn ihr glaubt, damit kriegen wir auch mehr als kriegen mehr zwei Gegner hin, vergesst es. Das ist echt grenzwertig. Aber immerhin können wir unser Mana jetzt selbst regenerieren. Durch diese Tränke oder durch den Zauber. Wodurch wir jetzt halt mehr Zeit haben. Hab ich gerade verkackt?
Oh, eine Lederhose. Oh, okay. Dürfen wir natürlich nicht verwenden. Wäre ja auch so schön. Und jetzt einmal Frostblitz. Und wir können zurück. Oberhilfsarbeiter. Ja. Und jetzt auch gleich direkt das mit den D4s machen. Gehen wir einfach nach da hinten. Weil da brauchen wir, glaube ich, auch 12 Gegenstände. Und das nimmt ebenfalls ein bisschen Zeit in Anspruch. Da ist die Brücke. So. Klappt natürlich nicht immer. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So. 2 von 12. Oh, und dieses Wasserballzaubern ist halt echt mega nützlich. Sogar wir durchgehen gerade die Taste 3. Das ist das Sinnvollste, was du machen kannst. Kann ich, oh nein. Nicht, oh Gott. Ja. Sehr leichter Kettenumhang. Ja, der sieht besser aus. Hat zwar die gleichen Werte, sieht aber besser aus, finde ich. Schwere Rüstung kann ich leider auch nicht tragen. Oh nein, ich habe abgebrochen scheinbar. No. Manchmal ist man echt blöd. Aber hey, wir haben zumindest schon mal 4 von 12. Jetzt bist du dran. Ich habe kein Ziel. Das lädt immer noch auf. Nein, kein Feuerball bitte. Nicht mehr.
So 6 von 12 Hälfte haben wir. Jetzt will ich einmal nochmal Wasser erzaubern. Perfekt. So kann es doch laufen. Das war knapp. Okay. Hat bei beiden aber wunderbar funktioniert. Wie gesagt, zwei Gegner schafft man halt wunderbar. Mehr aber auch nicht. Kann ich noch nicht wirken? Nein. Jetzt. Das lädt immer noch auf. Bei denen von Level 3 könnte das funktionieren. Wenn alle treffen. Ich brauche ein Ziel. Kann ich mal versuchen? Nein. Oh Gott. Mein Mana ist zu niedrig. Okay. Bei einem Level 3er und bei zwei Level 3er und einem Level 4er kann es klappen, dass man drei Gegner kriegt. Aber es hat trotzdem knapp bemessen, das Mana. Es wird halt später wirklich nicht besser.